und sie in die Höhlen gehen und sich einschneiden lassen, bis zum Frühjahr gar nichts mehr, könnten die hier aufmachen. Aber wie gesagt, eigentlich eine Beschäftigungsförderung für die Bären, die leider nicht mehr so richtig klappt jetzt im Herbst. Ist nicht so schlimm, wir machen das Beste draus. Und zum Abschluss, Lasi, heute hast du ja mal deine Eisbombe, sonst klauen die Mädels so die immer, weil du nicht so schnell bist im Moment. Die kommt gleich wieder. So, Wilma, dein Auftritt jetzt. Wenn du die nicht holst, hat Jena die oder Lars hat mal beide, ne? Könntest dich auch mal betonen, die war heute schon drin, aber heute hat sie ihren faulen Tag. Ja, Wilma, ne? Ich krieg dich. Lars, ich sage ich Ihnen gleich, schafft das nicht bei der Eisbomben. Die Mädels sind da ein bisschen gewuchster. Er nimmt sie jetzt zwar mit, aber er packt sie dann an und dann holt sich eine der Damen eine Millionär, gibt sie auch als Raumversteherin her. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben das Beste eigentlich rausgeholt noch bei den Bären. Ich wünsche Ihnen bei uns im Zoo noch einen schönen Aufenthalt. Wenn Sie im Frühjahr mal wiederkommen oder demnächst können Sie natürlich auch kommen, aber im Frühjahr sind die Bären viel aktiver. Dann können Sie mal sehen, wie so ein Bär tauchen kann, wie schnell er schwimmen kann, wie schnell er laufen kann, was ja alle Bären nicht mehr so zeigen. Und ansonsten wünsche ich einen schönen Aufenthalt. Auf Wiedersehen. Ja, das Problem ist, er ist lockerer, ne? Also er ist ja kein Futterneider, der hätte normalerweise andere Menschen von früher, das hätte ihn nicht verlassen.